22-jährige Alexandra Mandt und der 25-jährige Jens Schulz, zwei Rock'n'Roll-Tänzer aus Bergisch Gladbach bei Köln, haben ihren Traum verwirklicht. 1993 wurden sie Rock'n'Roll-Weltmeister. Erstmal, bis man es realisiert hat, dass man Weltmeister ist, das hat bei mir also ziemlich lange gedauert, weil man es irgendwie, ich habe immer noch gedacht, jetzt gleich mal klack und dann was ist es noch wieder zwei Wochen vor der Weltmeisterschaft. Also ich habe alles nur geträumt oder und dann, wenn man dann irgendwann im Auto sitzt oder so an der Ampel so ein bisschen vor sich hin träumt, dann kommt es dann plötzlich, denkt man, ach, ich bin Weltmeister, es geht dann so richtig so schön runter halt. Seit 8 Jahren trainieren und tanzen Alexandra und Jens im Turbo Dancers Club in Bergisch Gladbach, einer Hochburg des Rock'n'Roll-Sports. Ich habe 1985 angefangen mit dem Anfängerkurs und es kam so zustande, dass ich vorher 7 Jahre lang Kunsttouren gemacht habe, hatte dann dazu nicht mehr so die Lust zu, wollte aber irgendwie noch so im Akrobatikbereich bleiben und durch meine Eltern bin ich dann zum Rock'n'Roll gekommen, indem die gesagt haben, ja, das sieht doch toll aus, mach das doch und ich habe erst gesagt, nee, das will ich nicht und mit einem Jungen tanzen und dann habe ich es mir dann doch mal angeschaut und habe es dann einfach erstmal mit einem Anfängerkurs ausprobiert und das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht und bin dann in den Club reingekommen und habe da dann auch den Jens kennengelernt. Ich wollte halt mit Alex anfangen zu tanzen und ich fragte sie, indem ich erstmal ihr Maß weggegessen habe und sagte, mal, möchtest du gerne mit mir tanzen? Daraufhin meinte sie, auch das ist mir egal. Daraufhin sagte ich, sag Alex, willst du Weltmeister werden? Da meinte sie, wie Weltmeister? Meinte sie, ja, ich möchte gerne Weltmeister werden und du bist genau die Richtige, die ich mir ausgesucht habe. Ja, meinte sie, ach, das ist mir eigentlich egal, ich möchte halt nur tanzen. Da bin ich halt ein bisschen falsch geworden und gesagt, Alex, ich will Weltmeister werden, willst du mit mir Weltmeister werden? Und daraufhin sagte sie, ja, um Gottes Namen, dann werden wir halt Weltmeister. Und so fing dann unsere gemeinsame Zukunft an. Pretty baby, I love your eyes, oh pretty baby, I tell no lies, oh pretty baby. Ich bin Kreisinspektorin, habe also jetzt letztes Jahr im Sommer meine Ausbildung beendet. Ist also Studium und Ausbildung zusammen gewesen. Bin also jetzt beim Rheinisch-Bergischen Kreis angestellt, also als Beamtin. Ja, muss also in erster Linie gehe ich erstmal arbeiten und Rock'n'Roll ist immer noch das Hobby. Also es ist nicht andersrum und von der Zeiteinteilung geht es auch nicht anders. Muss also erst bis nachmittags arbeiten und kann abends halt trainieren. 3 Monate vor der Weltmeisterschaft haben wir angefangen, 7-mal die Woche zu trainieren, also jeden Tag. Und jetzt nach der Weltmeisterschaft ist es deutlich ruhiger geworden, also 3 bis 4-mal die Woche. Jens verdient heute seinen Lebensunterhalt mit der Leitung des elterlichen Reinigungsbetriebes. Seinen eigentlichen Beruf hat er dem Sport zuliebe aufgegeben. Ich habe studiert Theaterwissenschaften und Philosophie und ich musste mich halt mehr oder weniger entscheiden zwischen meinem Sport und meinem Beruf. Und dann habe ich gesagt, ich möchte ganz gerne meinen Rock'n'Roll weiterhin ausüben. War von vornherein klar, dass wir Turniere tanzen wollen. Haben damals auch schon 3 bis 4-mal die Woche trainiert, waren aber ja noch eine Klasse unter der jetzigen Klasse, also in der B-Klasse. Sind damals auch schon Landesmeister geworden, also von Nordrhein-Westfalen regional. Und dann hat sich das eigentlich immer so mehr oder weniger, also waren da schon sehr erfolgreich in der B-Klasse, sind dann aufgestiegen und da hatten wir dann so einen Durchhänger, wo uns unsere Trainer auch nicht mehr so weiterhelfen konnten. Und wenn man alleine trainiert, dann muss immer einer von beiden halt die Trainerrolle übernehmen. Das ist eigentlich das Schwierige dabei, weil man dann seine eigenen Fehler nicht so realistisch sieht wie andere. Und als wir dann angefangen haben, im Guy zu trainieren, da haben wir uns auch ziemlich doll auf den Guy fixiert. Und nur so, also bin ich der Meinung, dass wir auch nur so zum Erfolg gekommen sind und dass wir es alleine auf keinen Fall geschafft hätten. Ich habe die beiden geguckt während des Trainings und ich fand, die waren ganz gut geeignet für Rock'n'Roll-Tanzen, dass ich die auch dann weiterhelfen konnte. Und wir haben dann ein Programm erstellt und versucht, Schritt für Schritt unser Ziel zu erreichen. Das Rock'n'Roll ist aufgebaut in 2 Teilen. Man muss auch tanzen können, sowohl auch Akrobatik. Und die Alex hat jahrelang Kunstturnen gemacht. Insofern war der Akrobatik-Voraussetzung schon da. Wir mussten halt nur das Tanzen ein bisschen verbessern und ausstrahlen.
Schwierige Salti, die im Wettbewerb wie selbstverständlich gesprungen wirken, muss Alexandra aus Sicherheitsgründen täglich an der Longe trainieren. Die Show kommt eigentlich vom Jens mehr rüber. Das sollte ein schöner Ausgleich sein. Aber das ist natürlich schwer für die Dame, wenn man das vorstellt. Die muss nicht nur tanzen, die muss auch dann Doppelsaltos drehen oder Schraubensaltos. Die kann sich nicht so sehr konzentrieren auf die Show wie zum Beispiel die Jens. Wenn was passiert, ist es letztendlich der Jens, der die Alex auch retten kann. Die fliegt immerhin 3,5 bis 4 Meter hoch. Und wenn man bedenkt, die machen teilweise ein Salto und die Alex muss auf die Schulter dann eingrätschen, dann muss man voll Vertrauen in den Partner haben. Ja, das Hauptmanko ist halt das Vertrauen. Also es muss vollständig da sein, 100%. Sonst braucht man erst gar nicht anfangen zu tanzen. Obwohl Alexandra und Jens zahlreiche Meisterschaftserfolge und sogar den Weltmeistertitel errungen haben, ist es ihnen bisher nicht gelungen, Sponsoren für ihren Hochleistungssport zu gewinnen. Das waren sicherlich an die 10.000 Mark pro Jahr, die wir reingesteckt haben. Das sind die Fahrten zu den Turnieren, die Hotel, die Übernachtungskosten. Unser Trainer studiert noch, da haben wir versucht, seine Mittel, die er reinstecken muss, auch noch mitzutragen. Und Trainerstunden und Trikots, kommt alles zusammen. Aber ich glaube, also ich würde niemals sagen, ich würde wegen dem Geld weitermachen oder deshalb müsste ich aufhören. Also es ist einfach dieses ganze Drumherum, was daran so toll ist. Trotz der vielen Entbehrungen, auch in finanzieller Hinsicht, sind Alex und Jens hochmotiviert, auch weiterhin die Nummer 1 in der Rock'n'Roll-Szene zu bleiben. Ich habe mir jetzt ein paar Videos angeguckt von den letzten Turnieren. Wir könnten wirklich locker wieder mit vorne dabei sein. Und wenn ich sage locker, dann meine ich das auch locker mit der Leistung, die wir auf der WM gebracht haben. Die ist noch ausbaubar. Die Alex ist noch nicht zu alt dafür. Die kann noch viel, viel lernen. Ja, nee, also das ist ja positiv. Ich bin schon was älter, aber ich muss ja nicht viel lernen. Ich muss ja nur schmeißen. Ja, und ich denke mir mal, mit der Mischung mein Showtalent, ihr Akrobatiktalent und unsere Ausstrahlung könnten wir noch 2 Jahre vorne mit dabei sein.